willkommen zum neuen Video hier auf unserem Kanal. Ihr seht schon, wir sind jetzt hier an der Sieg. Wir machen nämlich heute eine Fahrradtour, alle hier mit unseren Fahrrädern auch ausgestattet. Und zwar werden wir nach Schladern fahren und es wird auch schon Sommer, hier kommen schon die ganzen Mücken wieder. Und zwar werden wir da erstens zum Marc fahren. Wir wollen nämlich nachfragen, ob wir zum Schnitz treffen können und da auch ein Video machen können. Außerdem fahren wir noch zum Informationscenter hier von Natursteig Sieg. Wir wollen nämlich ein paar Fragen stellen und uns da auch ein bisschen umgucken. Und danach werden wir uns noch ein bisschen da die Zeit vertreiben, vielleicht noch mal was essen oder so. Aber ihr seht jetzt erstmal ein paar Ausschnitte aus der Fahrt. Aber jetzt Kamera an Leos Helm und let's go. So Leute, wir sind jetzt hier auf dem Höhepunkt wahrscheinlich auch. Und zwar sind wir jetzt ganz oben auf einem Berg drauf. Hier ist Leo, da ist Tim, er baut gerade hier so einen Steinturm weiter, der hier oben war. Hier schöne Felsen und alles schön bewachsen, jetzt weil Frühling, Sommer ist. Und hier eine wunderschöne Aussicht, könnt sehen. Da hinten, ganz da unten waren wir eben noch. Und jetzt, nennt das der anderen Seite, Leute, schaut mal. Ich denke mal, ihr kennt es wahrscheinlich nicht wieder. Aber da unten, da ungefähr, werdet ihr gleich auf jeden Fall nochmal besser sehen, war der Platz, wo wir in unserem Video an der Sieg unseren S-Bit-Koffer zum Beispiel ausprobiert haben oder auch unsere neue Shelter-Variante, wisst ihr, was ich meine? Geht auf unseren Kanal, könnt ihr auf jeden Fall euch sehr gerne anschauen. Aber wir machen jetzt hier erstmal ein kleines Frühstück, weil wir haben ja noch recht früh. Aber Leute, zuerst legen wir auch einen Outdoor-Brother-Stein aus. Ja. Die haben wir letztes Mal gemacht. Und ich würde sagen, wir legen den einfach sogar hier oben auf den Steinturm einfach mal drauf, den Timmy noch am Bauen ist. Ja, wisst ihr was, ich nehme einfach den Stein, leg den hier hin und der kommt jetzt schön hier drauf. Mal sehen, wann ihn einer findet. Hier hinten Windeck Siegstone, heißt diese Gruppe, wo wir da drin sind, von Facebook. Und da könnt ihr den dann mal eintreten auch und wenn ihr den findet, gerne posten und dann auch weiterlegen. Oh nein. Leute, kennt ihr noch die Burg Windeck? Da waren wir auch mal in einem Video. Zwar in dem Video über den Grafenstadtsweg zur Burg Windeck. Und da vorne ist die, ich versuche mal hier ran zu zoomen ein bisschen. Ja. Tim, eine Erdbeere. Danke. Leo auch eine? So, wir haben jetzt alle schön gefrühstückt, Brotdosen sind leer. Tim hat seinen Steinturm gerade fertig gebaut, der kommt auch jetzt. Hier unsere Fahrräder. Und dann kann es jetzt weitergehen in diese Richtung. Weil wir brauchen gar nicht mehr so lang, wir sind schon fast da. Hier seht ihr auch schon das Schild des Mausoleums. Das heißt, wir müssen jetzt in die Richtung. Wir sind jetzt hier am Mausoleum. Wir wollen euch jetzt erklären, was hier so passiert ist. Wie Leo es gerade schon gesagt hat, sind wir am Mausoleum. Da ist ein Grab vom Hans Josef Friedrich Reif. So hieß der mit vollem Namen, vier Namen. Und er hat da 1903 hier eine Villa erbaut. Das ist die Villa Schöneck. Die steht auch noch da hinten. Da werden wir gleich auf jeden Fall noch vorbeifahren. Da kann man heutzutage heiraten. Und vor ungefähr 10 Jahren war da noch ein Altersheim. 2011 hat er eine Frau geheiratet und wollte dann das hier, also das Mausoleum hat er dann gebaut und wollte, dass seine ganze Familie hier, wenn er stirbt, hier liegt. Aber am Ende ist nur er hier gestorben und wurde hier in den Sarkophag reingelegt.
Und seine Frau ist dann 1945 in Bad Godesberg gestorben. Hier seht ihr mal, so sah es damals aus. So wurde es damals gebaut, 1960. Hier steht es auch, 1911 hat er geheiratet und 1903 baute er das. Und das war der Zustand 1960. Dann 1984 sah es dann so aus, schon ein bisschen runtergekommen. 2019 war es dann komplett zerstört und 2020 haben sie es nochmal neu aufgebaut und es sieht jetzt so aus. Aber Leute, was ich euch auf jeden Fall noch zeigen muss, unbedingt, seht ihr es da vorne, da, könnt ihr es erkennen? Da ist unser Spot von dem letzten Video, da sind sogar zwei Leute, die sind am Angeln, da ist sogar der umgefallene Baum, wo wir das Wasser gefiltert haben oder wo wir auch die Stöcke vorbereitet haben. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Hier beim Mausoleum sind wir jetzt fertig und vor uns geht es wieder auf unsere Fahrräder den Weg zurück in die Richtung. Und hier sind wir jetzt bei der großen Villa. Schöneck. Das alles hier hat er erbaut. Dieses wunderschöne große Anwesen, wo man heutzutage auch heiraten kann. Auf der anderen Seite hier schön die Sieg. Nur die Straße ist leider ein bisschen kaputt. Hier seht ihr die Familie. Da steht auch ein Schild, Villa Schöneck. So, da müssen wir noch hoch, da oben bei diesem gelben Haus. Und dann sind wir schon da. Und zwar ist hier das Kabelmetall. Da auch ein Schild vom Kabelmetall. Hier ist das. Es ist so eine riesige Halle. Ich meine, Karneval sind hier immer so Veranstaltungen. Aber wir müssen noch ein Stückchen höher. Und zwar hier. Touristeninformation. Hier ist auch ein Schild von der Burg Windeck. Die ist einfach schon 850 Jahre alt, wie ihr es hier sehen könnt. Aber wir gehen jetzt erstmal da rein. Also wir waren jetzt gerade hier drin, haben auch um Erlaubnis gebeten, also alles abgeklärt. Und hier seht ihr schon, hier die Radwege. Auch super Wege alles. Entdecken, erleben, genießen. Da die Burg Windeck, da waren wir auch schon. Hier ganz viele Flyer. Hier wegen Ostern. Dann kann man hier auch so kleine Sachen kaufen, zum Beispiel Honig. Oder Seifendeckchen gehäkelt. Tim und Leo haben es auch schon gemütlich gemacht. Hier seht ihr mal eine Übersicht von allen Wegen. Hier die ganzen roten, die blauen, die orangen. Hier ist Herrchen. Das heißt, wir sind hier irgendwo, das Dattenfeld. Hier ist Schladern. Hier der rote ist der Grafenschatzweg. Den sind wir ja auch schon gegangen in dem Video. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Hier dann gibt es noch diese Stempelpässe. Da kann man sich dann so Stempel machen, habt ihr auch mal bestimmt gesehen. Und dann kann man sich da nachher so eine Urkunde abholen. Und das hier ist auch interessant, schaut mal, hier sind so Bäume und da sind so Videos drin. Da kann man hier so ein verschiedenes Video anmachen, hier steht sogar. Dann kann man da sogar was mit hören. Das ist hier so ein kleines Video. Drauf anklicken, denke ich mal, ja so. Und hier kommt dann eigentlich Ton raus. Ah, das ist Intro, das habe ich auf jeden Fall auch schon mal gesehen. Auf jeden Fall richtig cool. Wir wollen auf den anderen gehen. Hier auch richtig schöne Stöcke, schau es mal an. Das ist auf jeden Fall richtig gut geschnitzt hier, alles.
Und hier kann man so eine Challenge machen, da muss man so Steine stapeln. Ey Tim, ja? Du hast doch eben auf dem Berg Steine gestapelt. Kannst du ja hier auch mal machen. Hier ist so Steinstapler gesucht. Das ist doch genau was für ein Tim. Oh ja. So, und dann gibt es hier eigentlich noch so eine Rezeption, da kann man dann Fragen stellen zum Beispiel. Das werden wir jetzt gleich auch noch machen und dann werde ich euch nachher die Ergebnisse darüber erzählen. Mal gerade noch hier auf die andere Seite einmal gehen. Hier kann man sich so Postkarten kaufen. So eine hatte ich schon mal. Bücher. Hier die Erlebniswege sind wir ja auch schon gegangen oft. Und hier auch so ein schönes Bild. Und hier auf dem Boden sind übrigens auch die viele von den Wegen. Hier, Herrchen, Dattenfeld, Schladern. Hier sind wir. Die Burgruinen. Oh, komm, habt ihr gerade gehört? So Spechtzaun. So ein Spechtsound. Tierstimmenquiz. Ey, das ist ja cool. Das ist eine Ente. Kann sie ticken? Richtig. Ey, das ist ja cool. Ihr könnt auch gerne mitmachen. Ja. Okay, was glaubt ihr? 3, 2, 1, ich sag Wildschwein. Richtig. Schon Leo, die Tierprofis. Aber da gibt es eine Frage, die mich jetzt schon was länger interessiert hat. Und die werde ich jetzt einmal kurz hier stellen. Und dann werden wir rausgehen und dann werde ich euch darüber berichten. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt auch gut verstehen. Wir sind jetzt hier in einen schönen Spot an der Sieg gefahren. Und zwar hier am Wasserfall von Schwadern. Der ist auf jeden Fall sehr berühmt hier. Hier waren wir auch beim ersten Hochwasservideo. Aber ich habe gerade noch mal was nachgefragt. Und zwar gab es mal eine Naturschreck-Sieg-App, die leider aber nicht mehr funktioniert. Und da wollte ich mal nachhören, warum das so ist. Und die meinten jetzt, dass das ja schon seit Ewigkeit nicht mehr funktioniert, da immer die alten Updates da immer drauf waren und das sich aktualisiert hat, weil da immer mit dem System nicht gestimmt hat. Ja, und dann hat sie uns noch gesagt, hat sie uns noch gefragt, ob wir die ganzen Magneten von den Wegen haben. Und dann, Leute, glaubt ihr es nicht, wir haben einfach die Magneten bekommen vom Grafenschatzweg. Den kennt ihr, da sind wir auch mal, haben auch mal ein Video gemacht. Und vom, warte, Gigiweg, den sind wir auch irgendwann mal gegangen. Da haben wir noch kein Video zu. Aber lasst ein Like da, wenn ihr das gerne sehen wollt. 3 Stück haben wir jeweils. Und was wir noch haben, ist ganz toll. Einfach mal ein Jojo mit der Natursteig-Sieg-Aufschrift drauf. Also da haben wir uns wirklich sehr bedankt, das fanden wir wirklich sehr nett. Aber jetzt, schaut doch mal diese schöne Aussicht hier an. Wie ihr es hier schon seht, sind wir jetzt hier bei Marc von Naturwerk Windeck. Und der kommt jetzt gleich auch und dann werden wir einmal kurz mit dem reden. Und das Gespräch filmen wir natürlich auch für euch. So, wir sind jetzt hier und wir gehen jetzt hier erstmal hinten in die Halle rein und schauen uns da mal ein bisschen um. Hier können wir uns mal ein bisschen anschauen. Hier so ganz viel Holz. Und hier wahrscheinlich schon ein paar neue Skulpturen. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und das Schwarze ist hier reingebrannt, oder? Ne, ist Farbe. Achso. Also die ist noch nicht fertig auch, ne? Die muss noch fertig, gesprüht werden. Und die mache ich nächste Woche fertig. Ne, die ist auch noch nicht fertig. Das wird eine Hedwig. Ein Wasser? Eine Hedwig von Harry Potter. Das ist eine Sendung, Tim, von so einem Magier. Ja, das glaube ich noch ein bisschen.
kenne doch noch nicht. Genau. Da oben auch so ein cooler. So ein Mann mit Bart. Das wäre ein Vogelhäuschen. Ach so. Ah, der Mund dann da so ein Eingang, ne? Was ist das da? Das ist ein Rohling da. Die habe ich zu Weihnachten gemacht. Das waren so Weihnachtseulen. Okay. Seit 3 Jahren schon. Auf jeden Fall ein tolles Talent, ne? Danke. Ich schau doch auf jeden Fall gern beim Instagram-Kanal vorbei. Hier mal eingeblendet kurz. Okay. Wie lange brauchen wir so für eine Eule ungefähr? Für eine Eule brauchst du so, wenn du es schnell machst, also ohne viel Details. Das ist eine Stunde Arbeit. Wie viel wird die kosten? Echt? Ja. Ich habe aber länger gedacht jetzt, ne? Wie viel wird die wenn kosten? Ungefähr 300 Zimmer. 300? Ist ja viel Arbeit. Ist ja schwer, ne? Ja. So, wenn da halt viele Details drin sind, umso teurer wird es halt, ne? So, wie macht man sowas? Mit der Motorsäge. Okay. Da müsst ihr mal vorbeikommen, wenn ich am Schnitzen bin. Ja. Können wir mal einen Schnitzkurs bei dir machen? Noch ein Video machen, ab 16 wenn das kann geht. Man das gerne machen. Ne? Vorher wird das halt schwierig. Ne? Also das, das geht immer mit Einverständniserklärung der Eltern, ne? Aber das ist halt auch eine Kraftangelegenheit. Ne? Also das bedarf schon einer gewissen körperlichen Voraussetzung. Ja, kann auch gefährlich werden bei so einer Motorsäge. Nicht ganz ungefährlich. Deswegen, also ich mache es ab 16 offiziell. Mhm. Mit Einwilligung der Eltern, ja, dann ist das kein Problem. Hm. Drunter ist es halt echt schwierig, weil das ist, ja, also man kann auch kleine Skulpturen noch, also ich habe vom Kollegen, der Sohn, der schnitzt jetzt mit 11 schon, ja, aber das ist halt eine andere Sache, wenn du das mit deinem Sohn machst oder ob ich das anbiete für euch oder für sonst wen. Ja, dann wird es halt rein von der Haftungsseite her schwierig. Ich freue mich auf jeden Fall das Schnitztreffen. Ja, das wird super. Wie viele Leute kommen da ungefähr so an Kandidaten? Also wir haben 14 Schnitzer. 14, ja. Guck mal, aus Deutschland und Österreich. Österreich auch? Ja, genau. Ich habe eine Dame aus Österreich, die wird kommen. Die macht auch sehr coole Sachen. Hm? Genau, ich habe die deutsche Meisterin im Speedcarving. Das ist auch schon ganz fein. Hm? Genau. Ja, und halt noch so ein paar andere Kollegen, mit denen ich schon auf ein paar Events geschnitzt habe. Ja. Die sind auf jeden Fall auch da. Und dann werden wir ein paar Flyer da auslegen, haben schon gesagt, was man hinlegen kann. Ja, irgendwo mit auslegen auf jeden Fall. Guck mal, die geht schon. Und dann gibt es auch so einen Preis für den besten Schnitzer da, oder? Genau, wir machen einen Preis für den, immer einen Publikumspreis einmal. Mhm. Der wird vom Publikum quasi bewertet über die Abgabe von so Chips. Die kann man dann beim Schnitzer direkt einwerfen. Und dann kann, wie viele Stimmen das dann ungefähr sind? Genau, dann kann man nachher ungefähr sehen, welcher Schnitzer da am besten abgeschnitten hat und haben dann dafür einen Preis halt. Ne? Also, gibt dann den ersten bis dritten Platz. Viel. Ja. Echt viele Sägespäne kommen da raus, ne Tim? Ja. Genau, dann haben wir noch die Speedcarving-Versteigerung. Da wird es auch dann nachher einen Gewinner von geben. Mhm. So, die Sachen, die beim Speedcarving gemacht werden, die werden halt nachher dann versteigert und der Höchstbietende, also das höchste Gebot, gewinnt halt dann. Ja. Wird dann auch während des so live ein bisschen geschnitzt da? Ja, klar. Dann auch ausschließlich. Kann man auch dann da so Skulpturen kaufen direkt? Ja. Genau. Du kannst, also es wird die ganze Zeit geschnitzt, die Künstler stellen Figuren auch aus. Mhm. Die werden jeweils wahrscheinlich ein Hauptstück übers Wochenende schnitzen. Ja. Und dann wird auf dem großen Hof da oben sind ja dann so Imbiss. Genau, da haben wir die Aussteller, genau. Da werden Aussteller so aus Land- und Forstwirtschaft sein. Mhm. Ja, die Firma Motorgeräte Scheffels wird da Maschinen ausstellen. Der Bürgerverein Schladern wird da einen Imbiss haben. Die Grundschule Schladern verkauft, glaube ich, Waffeln, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hm. Ja, und dann noch so ein paar andere aus Land- und Forstwirtschaft halt. Ne? So. Es gibt auch einen Kanal hier vom Schnitztreffen, auch auf Instagram. Die verlinke ich euch auch einmal hier. Könnt ihr auch gerne abonnieren. Findet ihr auch neue Infos. Dann sehen wir uns ja beim Schnitztreffen, ne? Auf jeden Fall. So, dann gehen wir jetzt erstmal noch hoch zum Karmetall. Dann zeige ich euch mal kurz, wo ungefähr so alles sein wird, falls ihr auch kommen wollt. Aber dann erstmal bis gleich. Also hier oben wird nachher das Schnitztreffen sein, wovon ich euch gerade auch erzählt habe.
Hier ungefähr werden die Imbisse sein. Da kann man auch essen, trinken. Dann werden hier ganz viele Skulpturen noch ausgestellt. Also hier wirklich ein wunderschöner Platz. Da vorne Biergarten, kann man dann essen und trinken halt auch. Also hier kann man sich das dann holen und dann da auch essen und das Essen halt. Vorne hängt eine Disco-Kugel, wenn wir das sehen. Hier vorne ist eine Halle. Ich weiß nicht genau, ob die an dem Tag vom Schnitztreffen frei sein wird. Hier waren wir ja gerade eben. Hier ist Tim. Wir gehen jetzt mal weiter. Also auf jeden Fall schon mal ein sehr schöner Platz hier. Was dann, wo dann nachher das Treffen hier sein wird am 20. 21. April. Und ich meine, eins von den beiden, da wird die Auslösung sein. Außerdem hier auf dem großen Platz, wo wir gerade waren, wird auch die Motorsägenfirma Scheffels stehen. Also nicht nur die ganzen Aussteller. Also hier wird auf jeden Fall was abgehen. Hier auf der Seite wird die Bühne stehen für die Versteigerung. Und auf der Seite hier werden die ganzen Teilnehmer sein. Da wird dann nachher geguckt, so ein kleiner Wettbewerb im Prinzip. Und dann können die Zuschauer, also das Publikum hier abstimmen, wen sie am besten finden. Und dann gibt es, denke ich mal, auch mal einen kleinen Preis. Aber das werden wir auf jeden Fall dann, wie es genau sein wird, auf jeden Fall merken, wenn wir dann hier sind. Aber mit unserer Reise geht es erstmal weiter. So, hier sind wir jetzt mit unseren Fahrrädern. Hier seht ihr schon die Eisdiele Thomas. Das Eis steht draußen, das heißt, wir können uns auf jeden Fall ein Eis kaufen. Ich freue mich richtig. So, hier ist unser Eis. Und hier ist Tims. Und wir lassen es uns jetzt erstmal schmecken. Ja. Schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ja. So Leute, wir sind jetzt hier auf dem Rückweg zu uns nach Hause. Das Eis hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt, oder Tim? Ja. Das war jetzt hier unser Tag. Wir haben auf jeden Fall euch das Mausoleum vorgestellt. Wir haben euch unsere Part vorgestellt. Wir haben euch das Touristenzentrum gezeigt. Und wir haben euch erzählt, dass wir jetzt beim Schnitztreffen dabei sind, auf jeden Fall. Und zum Schluss noch ein leckeres Eis gegessen. Aber das war es jetzt auch mit dem Video. Wenn es euch wieder gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.